Klavierspielen hatte. Mit 13 hat er dann schon Beethoven Klavierkonzerte gespielt, sodass der Weg zwangsläufig zum Musikstudium führte. Dazu ging er nach Berlin. Und in Berlin hat er das Musikstudium auch mit Bravour absolviert, hat einen hervorragenden Abschluss gemacht. Die Türen standen ihm offen, die Kritiker haben gesagt, da kommt der nächste große Pianist, aber er wollte nicht. Er wollte nicht das normale Konzertleben bedienen und er wollte was ganz anderes. Er hat sich in die Berliner Hotels gesetzt, ans Klavier, und hat dort Klavier gespielt, im Hotel. Dann blieb er natürlich nicht lange alleine, sondern Freunde, Kollegen, Musiker kamen zu ihm und haben gesagt, lass uns was zusammen machen. So gründete er sein erstes Ensemble und tourte dann durch alle großen europäischen Hotels. Also er in Amsterdam, in Wien, in Berlin, in Madrid, überall in den Grand Hotels gespielt. Und man kann sich auch vorstellen, durchaus dann doch auch zu einem guten Salär. Er hat irgendwann nochmal einen Rückkehr auf die große Konzertbühne versucht, aber es war tatsächlich so, dass er 3 Jahre dann ganz ausgesetzt hat, gar nicht gespielt, nur komponiert, was er immer nebenher auch gemacht hat, viele Eigenkompositionen auch selber aufgeführt mit seiner Gruppe. Und er hat dann nochmal überlegt, ist nochmal auf die Konzertbühne gegangen, aber es war nicht seine Welt. Und er ist dann tatsächlich in diesem Hotelfach, ist er treu geblieben und eine seiner bekanntesten Skizzen nach Originalmelodien ist das Stück, was heute auch immer noch gerne, immer wieder von Salonorchestern gespielt wird, russisch, ganz einfach eine kleine Skizze nach russischen.